Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 9. Heute mit der Karte der Winterschlaf. Ja, der Winterschlaf passt ja jetzt in die Zeit und passt auch von der Thematik, die die Karte so für mich auch wiedergibt, auch absolut zu der Weihnachtszeit, weil es geht darum, dass alles im Leben eine gewisse Zeit hat. Und der Winterschlaf beinhaltet halt die Zeit der Ruhe, dass man zur Ruhe kommt, dass man ja auch Streitigkeiten aus dem Weg räumt, dass man einfach im Leben sich Zeit nimmt, um zu regenerieren. Und gerade jetzt heute in der schnelllebigen Zeit finde ich es immer schwieriger, ja einfach mal zur Ruhe zu kommen. Wann hat man Momente, wo man wirklich ruhig ist, ja, wo mal kein Handy klingelt, wo nicht irgendjemand zur Tür reinkommt, wo man auch nicht verstrickt ist in sein eigenes Gedankenkarussell, wo man einfach mal einen Moment nimmt, wo einfach nur Stille ist und wo man ja regenerieren kann. Da kann man sich natürlich helfen, ja. Man kann zur Massage gehen, man kann in ein gutes Konzert gehen, wo man einfach mal völlig ja aus dem ganzen Trouble, den man so im Moment hat, rausgerissen wird und einfach mal nur in der Musik ist. Also da hat ja jeder so sein eigenes, wo er zur Ruhe kommt. Und es wäre mir wichtig, dass jeder von euch ja auch mal guckt, wo komme ich zur Ruhe und sich auch immer wieder solche Punkte rauspickt und sagt so, und ich nehme ja wenigstens mal täglich ein paar Minuten oder einmal die Woche mal einen größeren Zeitraum für mich, wo ich für mich persönlich zur Ruhe kommen kann, regenerieren kann, einfach mal ja, ein Stück weit Abstand nehmen kann von der Außenwelt und mich nur um mich selber kümmere. Und ich glaube, das tun wir alle viel zu wenig, dass wir viel zu wenig für uns selber tun und uns viel zu wenig Zeit für uns selber nehmen und dadurch natürlich auch für andere nicht mehr so diese Zeit haben oder vielleicht auch unruhiger sind, ungeduldiger werden. Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, dass jeder von uns sich mal einen Moment nimmt am Tag oder auch in der Woche, wo wir nur was für uns selber tun. In dem Sinne, einen schönen Tag wünsche ich euch und bis morgen. Tschüss.